Puh, hier in der Sonne ist ganz schön heiß. Aber wie sieht es im Schatten aus? Um das rauszufinden, haben wir vor gut 2 Monaten ein Beet im Schatten angelegt. Ja, und wie es da jetzt aussieht, das seht ihr jetzt. Bei Gewaltig Nachhaltig. Bleibt dran! So, das ist unsere Einfahrt und hier haben wir das Schattenbeet angelegt. Das ist eine Fläche von ungefähr 4 Metern mal 30-40 cm Breite. Da war vorher gar nichts, beziehungsweise Unkraut. Und wir haben dann einfach mal ein Beet angelegt, um zu sehen, ob denn auch im Halbschatten oder im Schatten Gemüse und Kräuter wachsen können. Ja, orientiert bei der Bepflanzung habe ich mich an den Ausführungen von Marie von der Internetseite Wurzelwerk.net. Die hat nämlich eine schöne Liste erstellt, welche Kulturen im Schatten oder im Halbschatten wachsen. Ja, und das funktioniert ja ganz gut. Und die nächsten Kulturen stehen auch auf der Liste, nämlich zum Beispiel Salate oder auch Kohlrabi. Der Superschmelz sucht ja auch noch einen Platz. Nicht nur Gemüse wächst im Schatten oder Halbschatten, sondern auch Kräuter. Oder Beerensträucher, die sind auch hier aufgelistet. Also schaut mal rein, Wurzelwerk.net, da findet ihr bestimmt das Richtige für euch. Und so sieht das Schattenbeet heute aus. Ja, der Brokkoli blüht leider. Das ist nur ein Weißkohl hinzugekommen. Mal sehen, wie sich der entwickelt. Soll ja auch gut im Schatten wachsen. Mangold, sieht gut aus. Dann haben wir die Buschbohnen. Sind ein bisschen kleiner als die im Hochbeet, aber nicht viel. Haben auch schon Früchte. Oder Schoten. Noch kleine, aber sie haben welche. Ja, und der zweite Brokkoli, naja. Aber wie gesagt, das sieht im Hochbeet auch nicht besser aus. Also mit Brokkoli ist das dieses Jahr nicht so dolle. Der Pak Choi, der mal hier stand, ist schon geerntet worden. Ja, und die Lücken werde ich jetzt auffüllen mit anderen Gemüsen. Ach ja, hier ist noch der Dill. Der blüht, also der fühlt sich hier wohl auch richtig wohl. Kann sich auch ruhig aussamen. Passt schon. Ja, was haben wir denn da in unserer Anzuchtstation für das Schattenbeet? Also auf jeden Fall kommen da ein, zwei Salatpflanzen hin. Hier der Lolo Bionda, der sieht doch schon ganz gut aus. Haben wir pikiert. Dann haben wir noch ein bisschen Superschmelz. Der wurde allerdings auch schon so ein bisschen hier angeknabbert, angesaugt, wie auch immer. Aber da werde ich auch 2 rauspflanzen. Und, was haben wir noch? Vielleicht auch noch mal einen von diesen beiden Rotkohlen, die stehen hier irgendwie rum und haben keinen Platz. Insofern besser im Beet als im Kübel versauern. Ja, der Pak Choi, der ist leider in die Blüte gegangen. Freuen sich die Bienen. Ist ja auch ganz schön. Jetzt gibt es noch ein bisschen Dünger, Brennnesseljauche, haben wir selbst gemacht, verlinken wir euch gerne in der Videobeschreibung. Ist auch schon fast alle. Ja. So, was haben wir jetzt da? Ein Salat, Lolo Rosso, gerade ein bisschen Lolo Bionda, gerade ein bisschen abgesoffen, aber der wird sich schon erholen. Immer noch der Weißkohl, ein Kohlrabi-Superschmelz, dann eine Buschbohne, noch ein Salat, Knoblauch, noch ein Superschmelz, Bohnen, Superschmelz und der Rotkohl. Ja, und da ist er, der traurige HSV-Zwerg, steht jetzt ganz in der Ecke. Der Fazit Schattenbeet bisher, sehr gut.
Also die Tipps waren wirklich Gold wert und mal sehen, wie sich jetzt die neuen Kulturen machen. Probiert es einfach selber mal aus. Jeder hat ja irgendwo eine Ecke, wo nicht so viel Licht dran kommt und die irgendwie nur rumliegt. Also irgendwas wächst immer. Tja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns bald wieder.